Und wir erleben zunächst eine Eröffnung unter dem Motto insgesamt dieser FEG-Gala allgemeines Turnen, Tradition und Geschichte in Freiheit und für die Zukunft. Und ergänzend zu diesem Motto vielleicht der erste große Gedanke, die große Botschaft vom Miteinander der Völker in Frieden und Freundschaft, gestaltet von Turnerinnen und Gymnastinnen aus Schweden, aus Großbritannien, aus Japan, Finnland und Norwegen. Das sind keine Profis. Das sind ja, Menschen wie du und ich aus dem Alltag, aus Vereinen, die das in ihrer Freizeit tun, was sich hier so schön ansehen lässt. Und bitte bedenken Sie das, wenn das eine oder andere nicht ganz so klappt. Aber die Mühe, die dahinter steckt, die wird sichtbar in vielen Gestaltungsideen dieses weltgrößten Breitensportereignisses. Da wurde eben in diesem Einstieg der Bewegungen der Himmel beschrieben. Die Welt, die in Ordnung ist. Die Ideale, die Ziele. Aber da springen die Teufel hinein in diese Harmonie. So ist sie nämlich nicht unsere Welt. Sie kennt Risiken, Gefährdungen und Gefahren. Der Kontrast also. Die Invasion der Teufel als Symbol. Dänemark und Norwegen, die anderen Nationen beobachtend am Rande. Sie merken, mit Bewegung werden Geschichten geschrieben. Und jede Nation zeichnet ihren besonderen Weg, kennzeichnet ihre besondere Auffassung. Sahen wir eben Bilder von Resignation mit der Frage verbunden, wozu führt das Ganze, diese Risiken in dieser Welt? Dann kennzeichnen die nun folgenden Bewegungen und Studien die Hoffnung, aber auch den Kampf, der geführt werden muss, um in Freiheit und für die Zukunft tatsächlich zu leben, zu arbeiten. Das die große Symbolik dieses Eröffnungsbildes. Und die Botschaft. Das Gute, die Hoffnung für die Zukunft dominieren. Im Hintergrund die Leistung, die nötig ist. Obwohl diese Weltgymnastrada nicht in Leistung. Na, erkennen Sie diese Symbolik, liebe Zuschauer? Wir sind im fernen Australien. Koala-Bär und Känguru, die gemeinhin bekannten Symbole, aber wir sehen auch die Symbole des Turnens, der Gymnastik. Die Handgeräte entdecken wir wieder in einem Land, das vor einem Jahr Gastgeber der Weltmeisterschaften war, also im Topsport auf einer Rolle spielt. Das ist hier nicht das Thema. Allerdings entdecken wir, dass besonders diese Nationen die Idee des Turnens an und mit Geräten ganz besonders forcieren. Und das ist schön zu sehen.